Hallo und herzlich willkommen bei Türkei in echt. Während unseres vierwöchigen Urlaubs hier in der Türkei haben wir nicht nur auf den Haselnussplantagen gearbeitet, sondern wir haben auch ein paar Abenteuer erlebt. Eins davon ist die Fahrt und das Leben in Karagöl-Jaylası. Das ist eine Hochebene auf etwa 2300 Metern Höhe und solche Hochebenen gibt es in der Türkei ganz viele. Da leben auch immer ganz viele Leute, auch viele Leute, die aus der Stadt hochkommen und mal eine ruhige Zeit verbringen wollen. Und genau das haben wir auch gemacht. Die Familie hat ein Haus dort und in diesem Haus haben wir 4 Tage gewohnt. Wir haben zudem eine kleine Tour unternommen zum Karagölsee. Der liegt nochmal auf 2600 Metern Höhe, da muss man noch ein bisschen mit dem Auto fahren. Auch das haben wir hier in diesem Film mal zusammengestellt. Also, wie lebt man dort? Was macht man dort? All das ist hier im Film zu sehen. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal. Die Fahrt in unser Bergdorf geht von Pirasis aus über Ordu. Von Ordu wollen wir nach Çambaşı fahren. Das heißt, wir nehmen jetzt den Weg landeinwärts und werden in Çambaşı Pause machen. Von dort aus geht es dann nochmal weiter eine Stunde bis nach Yayla, bis ins Bergdorf. An vielen Haselnussfeldern. Noch sind Bäume da, das wird sich dann im Laufe der Zeit dann noch ändern. Nach Çambaşı werden dann wahrscheinlich keine Bäume mehr da sein. Aber nun sind sie noch da und die Gegend ist noch sehr grün. Kann man dann auch schon die großen Täler sehen. Man sieht auch, dass man jetzt immer höher kommt und auch wenn man jetzt gerade runterfährt, aber grundsätzlich kommt man jetzt immer höher. Flüsse überqueren aus den Bergen. Alles sehr schön hier. Wurde immer schlechter, je höher man kam. Es wurde dann auch entsprechend kühler. An der Stelle waren es dann 17 Grad. Und so sollte das dann weitergehen auf teilweise jetzt Straßen, die noch gemacht werden. Da war der Weg natürlich dann ziemlich schlecht. Aber für unser Auto kein Problem. Angekommen haben wir uns erst einmal gestärkt. Dort gibt es jede Menge Läden, wo man Fleisch essen kann. Das Fleisch dort ist ein sehr,
sehr gutes Fleisch, da die Kühe auf den Weiden dort immer nur das Beste bekommen. Und so hat es dann also auch geschmeckt. In Chambashe sind wir dann noch nach dem Essen auf Einkaufstour gegangen. Dort kann man die Sachen kaufen, die man für die Yaila-Tour braucht, denn dort kann man nichts einkaufen. Wir haben uns hier vor allen Dingen mit Gemüse eingedeckt, beziehungsweise dann auch mit Käse, der am nächsten Tag dann zu Omelette verarbeitet wurde. Chambashe mussten wir noch rund eine Stunde fahren. Die Straßen sind ab jetzt auch nicht mehr gepflastert oder geteert. Das sind einfach nur noch Schotterpisten, teilweise dann auch mit ein paar größeren Steinen, denen man aus dem Weg gehen muss. Das Wetter wurde zudem immer schlechter und sollte dann in Yaila der dicke Nebel erwarten. Ziel.
hast das Ziel erreicht. Dings. Weiter, Leute. Die haben hier Straße für sich gebaut, aber hier ist überall Stein. So, wir sind jetzt hier im Haus und das Erste, was wir machen müssen, ist, es warm, es ist nämlich arschkalt. So. Hier machen wir Feuer. Hier machen wir Feuer. Das ist schon was. Ich mache mal gucken, ein paar Schuhe. Feuer. Das hat eben schön gebrannt. Unten ist voll, müssen wir mal hier rausgehen. Also ich mache jetzt hier aus, ja? Ja. So, mal die Hände waschen. Tut sich was, oder? Ich denke schon. Soll ich das unten nicht jetzt schon mal ausschütteln? Kannst du mit mir ausschütteln? Hier ist kein Wasser. Am Eingang ist Wasser. Hier sind wir jetzt im Wohnzimmer in Jaila. Auf 2200 Meter Höhe. 3 Stunden Fahrzeit, 1 Stunde knapp Pause gemacht, eingekauft, gegessen. Jetzt ist Abend, dunkel, draußen zumindest. Hier drin haben wir Licht, Autobatterie versorgt hier alles. Morgen gibt es mal einen Rundgang. Aber jetzt gibt es ein Bier. Prost. Kann ich jetzt nicht. Wow, mach mal. Mach mal, wie du denkst. Ich kenne das nicht.
mal. Noch ein Schlafzimmer. Das ist die Dusche. Also so in etwa. Und dann macht man hier mit dem Wasser, so, gibt man sich das drüber. Hier sitzt jemand, dann kommt das Wasser drauf. Genau. Fließend warm Wasser. Das Wasser wurde warm gemacht offen. Fließend Wasser haben wir, aber kalt. Ja. Ich habe irgendwo zu Tisch.
Bremse aus. Klappe dicht. Auf den Tod. Und jetzt muss natürlich ordentlich geheizt werden. Da kommt noch ein Holz rein. Unser Ausflug zum Bergsee geht entlang der roten Linie in etwa. Das ist eine Fahrt von etwa 30 Minuten. Man kommt natürlich nicht ganz so schnell voran. Man sieht das dann teilweise natürlich dann auch jetzt hier in den Bildern. Aber so Schritt für Schritt geht's nach oben.
SUVs, das ist, sollte kein Problem sein. Da oben ist jetzt der ist noch ein bisschen laufen. Und dann gucken wir mal, wie es da so aussieht. Oben sieht man auch noch einige Schneefelder. Es ist ein bisschen mehr dieses Jahr wie letztes Jahr. Okay, schauen wir mal. So, jetzt haben wir den See erreicht. Wie hoch wir sind, muss ich gleich nochmal gucken. Jetzt müssen wir noch ein bisschen ranmarschieren. Also es waren jetzt so 15 Minuten Fußweg. Aber in halt 2600 Meter Höhe ist alles ein bisschen anstrengender. Ja, hier ist der Karagöl, der wird auch immer kleiner. Hier ist ein kleiner Bach mit Zulauf zum See, der wird gespeist vom Schneegebiet oben. Da schafft es die Drohne allerdings nicht hin, weil es sehr windig ist. Deswegen nicht ganz so viele Bilder damit. Die Drohne hat hier zu kämpfen. Träubchen. Das Licht im Bach, aber ich nehme es glaube ich nicht. So, jetzt wandern wir zurück zum Auto. Hier ist nochmal der See. Da geht's jetzt lang. Es ist mühsam, über den Felsen zu laufen. Naja. Da hinten, wo die Wolken sind, da schätze ich mal, ist das Wetter nicht so schön. Es ist windig, warm, aber eigentlich die Sonne darfst du hier nicht unterschätzen. Dann kriegst du hier gleich
Möchtest du mehr? Ich hol dir noch. Jetzt beginnt die Rückreise. Die sieht genauso aus wie die Anreise. Wir fahren aber jetzt einen anderen Weg, der vielleicht nicht ganz so kritisch ist wie der Hinweg. Jetzt kommt hier sogar mal ein bisschen Sicht. Fahrzeit etwa jetzt 50 Minuten, 55 Minuten. Wir befinden uns auf der Hauptstraße. Es ist sehr rutschig, schwierig. Der läuft vors Auto hier. Was machen die aber? Das muss da einfach weiter rollen. Das machen die bei jedem Auto, um die Hände zu schützen. So, langsam wird es wieder besser vom Wetter her. Außentemperatur 10 Grad. Für alle, die in Deutschland schwitzen, hier schwitzen wir nicht. Ganz und gar nicht. Halten und nochmal
200 Metern befindet sich das Ziel auf der linken Seite. Okay, los jetzt, der Schluss. Buranın en eski kasabıydı. Babamın hayatı burada geçti. Eskiden biz Mayıs 7'sinde, Haziran başlarında geliydik. Ekim ayında gidiyorduk. 5 ay, 5,5 ay sezon oluyordu ama... Hazır şey kısa yoktu. Ben Wird jetzt wieder handgegessen. Lecker. Afiyet olsun. Tischdecke ist noch hier. Wir brauchen jetzt Wärme, hier ist arschkalt. Hitze an. Heizung an, so wie im Winter jetzt. Das ist ja auch Winter, ist ja 10 Grad. Immer noch 10 Grad, immer noch arschkalt. Und wir fahren jetzt an die Küste und ich hoffe, dass dann es etwas wärmer wird. Ich wollte mir was kaufen, aber es ist unmöglich. Es macht keinen Spaß jetzt hier zu kaufen.
800 Metern halb links abbiegen. In 300 Metern halb links abbiegen, danach biegen Sie rechts ab. Mach ich wohl die Sitzheizung aus, was? Als wir das letzte Mal ausgestiegen sind, waren es 10 Grad. Jetzt sind es 20. Abbiegen. Danach biegen Sie rechts ab. Die nächste rechts, danach am Ende der Straße biegen Sie links ab. Metern biegen Sie rechts ab, danach biegen Sie rechts ab. So, das hat hier geregelt. Rechts, danach biegen Sie rechts ab. Geht auch gerade die Welt unter.